97 war unsere große Stunde beim VfL Wolfsburg. Wir haben gegen Mainz 05 damals 5-4 gewonnen. Und nach dem Aufstieg ging es dann hier in Wolfsburg richtig los. Und da wurde dann auch, ja, gerade bei diesem Spiel, wurde auch meine Liebe geweckt zum VfL Wolfsburg. Ja, mein schönstes Tor, das 3:2 gegen den VfB Stuttgart hier in der zweiten Saison. Ich nehme den Ball kurz an und schieße den Ball aus 25 Metern genau im Winkel. Ja. Trotzfrech, Rollpräger! Und danach kamen dann meine Kollegen und haben mir dann auch meine Füße geküsst. Und das ist natürlich eine schöne Aktion. Also für mich persönlich macht den VfL besonders, damit es einfach für mich noch ein familiärer Verein ist, ja, wo ich sehr viele Leute kenne, mit denen ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Wir haben uns jetzt bei uns im Verein neu gegründet mit der Fußballschule. Ich bin sportlicher Leiter und ja, macht einfach Spaß. Man kriegt so viel Lächeln zurück, so viel Freude zurück und es ist schon eine tolle Sache, wenn man da mit Kindern arbeiten darf. Ich habe so viele Träume. Also jetzt erstmal sind wir jetzt bei der Zeit, wo ich jetzt bin. Ja, und meine Erfahrung einfach, mein Ehrgeiz, meine Emotion für den Verein und für die Kinder dann weitergeben.